Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern heute zusammen mit dem Verkündigungsfest der Mutter Gottes den Mittelpunkt der großen Fastenzeit. Es ist die erste Hälfte, ist jetzt vorbei und es beginnt die zweite Hälfte mit dem Herrentag der Kreuzverehrung. Inmitten der Kirche liegt das Kreuz Christi, umgeben von wunderschönen, duftenden Blumen, die uns an das Paradies erinnern. Das ist nicht von ungefähr so. Denn im Paradies lebten die Menschen wodurch? Sie hatten Zugang zum Baum des Lebens, von dem sie sich ernähren konnten und dadurch ihre Unsterblichkeit aufrechterhalten konnten. Und diesen Baum des Lebens haben wir wieder erlangt durch das Kreuz Christi, an dem der Sohn Gottes sein Blut vergossen hat und sein Leben gegeben hat für unsere Sünden. Er hat unsere Gesetzlosigkeiten an dieses Kreuz genagelt und somit für nichtig erklärt. Jetzt ist für uns das Paradies wieder zugänglich. Was war aber das Paradies? Wir denken hier vielleicht so kindlich, dass das so schön war, Schmetterlinge, Vöglein zwitschern, viele schöne Blumen, es duftet wunderschön und leckere Früchte hängen an den Bäumen. Das war wohl auch so, aber das war nicht der Zweck. Der Zweck des Paradieses, die wirkliche Wonne, die Freude, die Seligkeit bestand darin, dass die Menschen Gemeinschaft mit Gott hatten. Und diese Gemeinschaft ist jetzt wiederhergestellt für uns durch Jesus Christus, durch sein Kreuz. Also haben wir Zugang zum Paradies. Und was wird das Paradies sein? Das neue Paradies. Das heißt, das Reich Gottes, das Himmel, das himmlische Königtum Gottes. Woraus wird es bestehen? Auch nicht aus Bäumen, aus Pflanzen, aus zwitschernden Vögeln, sondern was werden wir dort erwarten? Was wird für jeden von uns, wenn wir aus diesem Leben ausscheiden, was wird uns dort erwarten? Ganz einfach, unser Herr Jesus Christus wird uns dort entgegenkommen. Wir werden ihn dort begegnen und sonst nichts. Er ist die größte Freude, er ist die unendliche Schönheit, die unendliche Wonne, ihn schauen zu dürfen, mit ihm Gemeinschaft haben zu dürfen, ist das unsagbare Glück. Und daran glauben wir. Das ist die Seligkeit im ewigen Leben. Aber welcher Weg führt dorthin? Er hat uns diesen Weg, dieses Paradies durch das Kreuz wieder eröffnet. Und er sagt uns, wir haben das eben im Evangelium gehört, wer mein Nachfolger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst. Also müssen auch wir unser Kreuz tragen. Und er sagt auch, wer sich meiner und meiner Worte schämt vor diesem sündigen und ehebrecherischen Geschlecht, vor dem, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters. Und jetzt frage ich diejenigen von uns, ob sie jetzt hier anwesend sind, wahrscheinlich nicht, oder vielleicht aber trotzdem irgendwie erfahren von der Lesung, wie verstehen sie diese Worte? Wenn zum Beispiel an einem Tag wie heute Menschen, die getauft sind, sie sich als gläubig bezeichnen, aber nicht in der Kirche sind, ohne ersichtbare Gründe. Es gibt Leute, die krank sind, die schwach sind, die arbeiten müssen, die sonst irgendwie durch höhere Gewalt verhindert sind, aber die einfach nicht erscheinen, weil es ihnen keinen Spaß, weil sie keine Lust haben. Bedeutet das nicht, dass sie die Worte unseres Herrn geringschätzen, dass sie sich seiner schämen, dass sie es bevorzugen, an diesem herrlichen Sonntag spazieren zu gehen, Kaffee zu trinken, ins Kino oder in die Disco oder sonst wohin zu gehen, mit ihren Freunden zusammen zu sein? Bedeutet dann die Worte unseres Herrn Jesus Christus nicht,
dass er sich dann auch dieser Menschen schämen wird, dass er gesagt, dass er ihnen mal sagen wird, wenn sie ihm begegnen: Ihr habt eure Freunde, eure Disco, euren Kaffee, euren Sonntagsspaziergang der Gemeinschaft mit mir vorgezogen. Das ist eure Wahl gewesen. Ihr seid frei zu entscheiden. Aber jetzt werde auch ich meine Entscheidung treffen und ihr werdet draußen bleiben. Der Herr will das nicht, aber er gibt jedem jetzt die Chance, jetzt an ihn zu glauben und nicht bloß in seinem Herzen zu glauben, wie viele sagen. Wir haben Gott im Herzen, aber tun, was wir wollen. Wir pfeifen auf die Gesetze, auf die Gebote Christi. Faktisch ist das so. Jeder muss jetzt selbst diese Worte für sich noch einmal überlegen und daraus die Konsequenzen ziehen. Und ich wünsche jedem, dass er diese Worte ernst nimmt und dann in der Herrlichkeit Christi mit uns allen zusammen, wir sind ja alle Sünder, die Herrlichkeit Christi empfangen. So wie es mit den zwei Räubern war. Wir sind alle Sünder. Genauso wie die zwei Räuber. Aber der eine, der bereut hat und wirklich von Christus angezogen fühlte. Und der andere erlästerte Gott. Wir haben die Wahl. Es gibt keinen Mittelweg. Deswegen muss jeder für sich die Entscheidung treffen. Amen.